Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und es gibt heute schon wieder ein Ask Jannis Video, weil das letzte Video unglaublich gut angekommen ist. Ich meine, es sind mittlerweile über 90 Likes, die auf dem Video drauf sind, kann das sein? Also auf jeden Fall richtig gut angekommen, das freut mich natürlich übelst und dann habe ich mir gedacht, haust noch einen weiteren Part raus, weil es sind auch weitere Fragen reingekommen. Und heute sind wir hier an meinem Arbeitsplatz, an meinem Platz, wo die meisten Videos entstehen zurzeit. Ihr seht das hier, mein Laptop steht hier, der Bildschirm, das ist nur ein Bildschirm, das ist kein PC oder so. Der ist einfach nur hier am Laptop angeschlossen und mein Minecraft-Logo. Guckt euch das an, Alter, das ist doch richtig geil, oder? Also ich finde das richtig nice und die Pflanze, die habe ich da einfach nur so hingestellt für dieses Video. Ja. So, und ich würde einfach mal sagen, wir kommen zur ersten Frage. Und die erste Frage, die wurde gleich mehrmals gestellt. Und zwar hat zum einen Alina Mitrup gefragt, Hashtag AskJannis, wie bist du darauf gekommen, Videos zu machen? Und ebenso hat auch Emre Clash Royale gefragt, Hashtag AskJannis, wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? Ihr wisst ja schon, ich habe das im letzten Video gesagt, dass ich Minecraft mittlerweile schon seit fast 6 Jahren spiele und das war so, ich habe am Anfang gespielt und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und irgendwie, Alter, die Sonne kommt raus, geil. Und ich habe irgendwann mal gespielt und wenn ich Tipps brauchte oder irgendwelche Sachen, die ich cool finde, habe ich immer im Internet nachgeschaut, so wie haben andere Leute das gemacht und es gab ja immer andere Leute, die Videos zu verschiedenen Sachen gemacht haben und das fand ich richtig cool. Und ich habe mir zum Beispiel auch das Let's Play von Gronkh damals angeguckt, fand ich auch richtig geil. Und dann habe ich mir gedacht, so warum kannst du nicht einfach selber Videos machen von den Dingen, die du gebaut hast? Und dann habe ich einfach ein Video davon gemacht, das online gestellt, irgendwann mal noch ein Video gemacht, auch online gestellt. Und so hat das angefangen und irgendwann mal kam das so, dass ich auch mehr Aufrufe auf den Videos bekommen habe. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich mit der Zeit im Laufe der letzten 3 Jahre ungefähr ja immer mehr Videos, sage ich mal, angesammelt haben und jetzt mache ich das regelmäßig und das macht mir mega viel Spaß und genau so ist das Ganze eigentlich entstanden, irgendwie so ein Prozess, so ein Selbstläufer war das mehr oder weniger und jetzt bin ich hier, wo ich momentan bin und bin gespannt, wie es weitergehen wird. Die nächste Frage kommt von Tim Wedel und zwar fragt er, Hashtag AskJannis, spielst du auch mal PvP? Lieber Tim, die Sache ist, guck dir das hier mal an. Dieser Laptop ist leider absolut nicht ein Laptop, der sich sehen lassen kann. Also hier ist zwar ein i5-Prozessor drin und hätte auch Windows, nee, eigentlich ist er Windows 10, habe ich sogar drauf installiert. Aber die Sache ist, die Leistung von dem Teil passt absolut nicht, um irgendwie vernünftig Minecraft spielen zu können. Also bei mir, ich spiele Minecraft aktuell so auf 20 FPS oder so und zu bauen reicht das, sage ich mal, aber wenn ich PvP spielen will, ist das absolut viel zu wenig. Das heißt, ich bin irgendwie im Nachteil, wenn ich gegen andere spiele und so lose ich die ganze Zeit übelst ab. Deshalb macht es mir keinen Spaß und euch würde das garantiert auch keinen Spaß machen. Und deshalb sage ich mal, wenn ich irgendwann mal etwas Gescheites hier stehen haben sollte, also eine richtige Maschine, dann würde ich auch PvP zocken, aber momentan mit dem Gerät leider nicht. Die nächste Frage kommt von Leon Honig und zwar fragt er Hashtag AskJannis, welche Texture Packs findest du am besten? Also momentan muss ich sagen, spiele ich am allerliebsten mit dem Flaus HD Texture Pack und die meisten Videos oder eigentlich alle meine letzten Videos sind in diesem Texture Pack entstanden. Ich finde, das ist einfach mega nice, vor allem wenn man Häuser baut, also ich glaube, das ist gerade für solche Dinge auch ausgelegt, dass die Häuser cool aussehen, dass die modern aussehen, also auch diese Inneneinrichtungen mit den ganzen Regalen und allem möglichen, diese ganzen Kombinationen, die ist halt in einem relativ modernen Stil gehalten und deshalb feiere ich dieses Texture Pack irgendwie übelst. Früher hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwie das Janina Craft hatte ich zwischenzeitlich, das Zortex Feinwa Texture Pack, aber momentan muss ich sagen, ist das Flaus HD mein absoluter Favorit und ich glaube, das bleibt auch erstmal so, also Flaus HD auf jeden Fall Props für dieses Texture Pack. Die nächste Frage kommt vom User, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Fillmore Remus oder Fillmore Remus, keine Ahnung, auf jeden Fall fragt er, Hashtag AskJannis, könntest du dir vorstellen, mit deinen Abonnenten auf Bauservern zu spielen
und zusammenzubauen. Ich kann mir das vorstellen und ich habe ja auch schon mal einen Versuch gestartet. Und zwar gab es da so ein Video, wo ich auch eine Bedingung gestellt habe, damit das Ganze funktioniert, damit ich das Ganze mache. Und diese Bedingung ist leider nicht erfüllt worden. Also es sollten, glaube ich, damals 200 Likes auf dieses Video kommen. Nicht, weil ich likegeil bin, nee, sondern einfach, damit ich sehen kann, dass ihr wirklich dahinter steht. Ne? Also diese Likes, die zeigen mir ja immer, wenn, also auf einem Video, auch auf diesem Video, wenn ihr die Videos liked, ist das für mich ein Zeichen, ihr feiert das, ihr wollt mehr davon sehen. Und genau deshalb, ich habe die Likes damals nicht erreicht und deshalb kam der Server auch nicht zustande. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das mal zu machen. Und ich verlinke das Video einfach nochmal. Vielleicht schaffen wir ja das nachträglich immer noch, die 200 Likes dann drauf voll zu kriegen. Und dann würde ich immer noch bereit sein, diesen Server, sag ich mal, zu eröffnen und dann mit euch zusammen einfach mal ein paar Runden irgendwas zu zocken, irgendeine Welt aufzubauen oder sowas. Also ich bin da offen für und ich habe auch mega Bock drauf, auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt vom User MinecrafterXL und er fragt, #AskJannis, kannst du mal bei Minecraft mit Mods spielen? Lieber MinecrafterXL, ich hoffe, das reicht als Antwort. Also, genauso wie auch bei der anderen Frage. Ich würde das gerne, aber die Leistung stimmt nicht. Falls die Leistung mal stimmen sollte, bin ich auch bereit, das zu machen. Also, dann habe ich auf jeden Fall auch Bock, mal mit Mods etwas auszuprobieren und so weiter. Aber vorher leider nein. Die nächste Frage wurde mir bei Instagram gestellt. Und zwar hat BennyZocktHD gefragt, #AskJannis, wer ist dein Lieblings-YouTuber und dein Lieblingsfilm? Bei Lieblings-YouTuber habe ich eigentlich nicht wirklich einen YouTuber, den ich am allermeisten feiere, sondern es gibt mehrere, die ich gerne gucke. Jetzt abgesehen von der ganzen Minecraft-Szene gucke ich gerne, also von KS Freak gucke ich mir die Videos gerne an. Krappi, also ne, die beiden machen ja sowieso immer was zusammen. InScope gucke ich mir eigentlich auch relativ oft an, vor allem den Lifestyle-Kanal, irgendwie den feiere ich übelst. Und dann noch ApeCrime, also die feiere ich irgendwie auch, da bin ich auch regelmäßig dabei. Und ich würde sagen, das sind, glaube ich, die YouTuber, die ich so am meisten gucke. Lieblingsfilm, das ist bei mir auf jeden Fall Herr der Ringe und Hobbit. Irgendwie feiere ich diese Filme übelst. Ich weiß, manche Leute lieben die und manche Leute hassen die. Und ich bin nun mal irgendwie einer, der diese Filme liebt. Also ich feiere die abnormal. Das sind aus meiner Sicht die besten Filme, die je gedreht wurden. Und die allerletzte Frage für dieses Video, das ist hier diesmal eine etwas persönlichere Frage, die kommt von, ich hoffe, dass ich das jetzt wieder richtig ausspreche, CarisHood7370, so. Und zwar ist die Frage, #AskJannis, hast du Geschwister? Ja, ich habe Geschwister und zwar habe ich 3 Geschwister. Einen Bruder, der ist jünger als ich. Der ist also fast 2 Jahre jünger, 1,5 Jahre jünger als ich. Und dann habe ich 2 ältere Schwestern. Wir sind insgesamt 4 Geschwister. Und damit habe ich die Frage beantwortet, oder? Und damit sind auch alle Fragen für dieses Video erstmal beantwortet. Vielen Dank für die Fragen, die gestellt wurden. Ich hoffe, dass ihr zufrieden seid mit dem, wie das gelaufen ist. Die Sache ist, ich habe mehr Fragen bekommen. Aber teilweise fragt ihr mich ohne den #AskJannis. Und ich nehme diese Fragen absichtlich nicht rein, weil ich möchte, dass dieses Format wirklich so bestehen bleibt, also mit dem #AskJannis. Und wenn ihr diesen Hashtag benutzt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ich die Fragen lese, dies, das sowieso. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass die Fragen ins Video mit reinkommen. Teilweise wiederholen sich Fragen, dann benutze ich meistens den User als Fragesteller, der als erstes die Frage gestellt hat. Und genau, ansonsten haut in dieses Video einfach noch weitere Fragen rein, die euch interessieren für die nächste Folge. Und ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute mal von dieser Location. Ich hoffe, das war cool. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und ich würde einfach mal sagen, ich glaube, ich nehme noch mal eine Runde irgendetwas auf. Und dann würde ich einfach mal sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.